Zurück in der neuen Aula und zur Ruperto Carola Ringvorlesung vom Ende als Anfang. Mit seinem Vortrag Schöpfung im Auge der Physik und mit seinem Kommentar zu Denis Villeneuves wunderbaren, den Zeitverlauf vervielfältigenden Film Arrival im Karlsruher Kino hat uns der Astrophysiker Matthias Bartelmann im letzten Zweischritt unserer Veranstaltungsreihe in den beiden letzten Wochen darüber nachdenken lassen, warum und wie Leben auf der Erde und auch ganz anderswo entstanden ist und was das für uns bedeutet. Für den, wie er das ausdrückte, genau feststellbaren Anfang und das klar vorhersehbare Ende der Welt und hier vor allem die Welt auf kleinerer Skala, also unser Sonnensystem, hat er uns ein paar in seinen Worten einfache physikalische Überlegungen aus der Sicht des polyphemischen einen Auges der Physik vorgestellt. Sonnensysteme. Die Sonne nun hat uns in der diesjährigen Ruperto Carola Ringvorlesung, zu deren siebten Veranstaltung ich Sie heute ganz herzlich willkommen heißen möchte, stetig begleitet. Ist sie doch ein wunderschönes Zeichen von Anfang und Ende, von Katastrophe und Neubeginn, von Traum und Albtraum. Den Dingen also, denen wir uns in dieser Ringvorlesung widmen, die vom Ende als Apokalypse, als Verheißung also, von der Krise als Katalysator handelt. Ob der wiederkehrenden sonnenmotivisch aber Verbindungen wirklich gibt zwischen der Osten ist rot, dem Lied, das Mao Zedong seit 1942 als den Retter für China ankündigte, von dem wir in der Auftaktvorlesung ja gehört haben, und dem Glauben an die Sonne, der sich in Bachs Weihnachtsoratorium an vielen verschiedenen Stellen finden lässt, und welche Funktion überhaupt das Licht hat in dem Spannungsfeld zwischen Ende und Anfang, darüber werden wir heute nachdenken mit dem Vortrag von Silke Leopold. Brich an, o schönes Morgenlicht, wie Bach die Utopie einer neuen Welt musikalisch entwirft, auf den wir uns alle schon sehr freuen. In einem der letzten Choräle, nämlich der in der Kantate 653 des Weihnachtsoratoriums, heißt es: Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner Fürstensaal, sondern eine finstre Grube. Doch, sobald dein Gnadenstrahl in denselben nun wird blinken, wird es voller Sonnen dünken. So verspricht also Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Bild der Sonne immer wieder neue Hoffnung. Die Geburt eines Kindes, das die Sünden der Menschen auf sich nimmt, damit die Welt der Mächtigen, etwa des Herodes, erschüttert, kann auch heute noch immer wieder neue Denkräume eröffnen und verweist auf die zentrale Wichtigkeit der ganz Jungen, der Kinder und Jugendlichen und ihrer rufenden, mahnenden Stimme. Diese Ruperto Carola Ringvorlesung wollen wir deswegen nutzen als Forum, um Wissenschaftler, Akteure des öffentlichen Lebens, Künstlerinnen und Künstler miteinander und mit einem breiten Publikum, nicht nur alt, sondern auch jung, in einen Dialog zu bringen. Deswegen wird das Weihnachtsoratorium, das an diesem Wochenende in der die Vorlesungsreihe rahmenden Konzertreihe aufgeführt wird, am Ausgang finden Sie die Flyer, deswegen wird dieses Weihnachtsoratorium Schüler und Schülerinnen der Bettinerschule in Frankfurt schreibend, darstellend und tanzend ihre eigenen Visionen von der Suche nach neuer Hoffnung, nach Geborgenheit und Liebe, nach Jauchzen und Freuden vorstellen. Das Weihnachtsoratorium und damit die wiederkehrende Freude über die Geburt dieses Kindes, das unser Leid geendet hat in der Kantate 3, dessen Glanz all Finsternis verzehrt, die trübe Nacht in Licht verkehrt, Kantate 5, und das selbst bei seinem grausamen Ende im Tod noch Hoffnung versprechen wird, das kann dabei für Jugendliche ihre eigene und eines jeden Verletzlichkeit spiegeln, aber eben auch oder gerade so neue Perspektiven eröffnen. Es kann eine Hilfe sein, Halt in Zeiten von Gewalt und Chaos zu finden. Diese Perspektiven und Hilfen werden in den Texten der Jugendlichen, die Sie am Wochenende hören können, deutlich. Sie träumen, ich zitiere, von einer Erde, auf der es keine Grenzen gibt und zwischen den Menschen keine Wände mehr stehen und die Hoffnung grenzenlos ist. Es sind Texte, die darauf bauen, ich zitiere wieder, dass die Vernunft einen Pakt, um die Verantwortung, die man trägt, zu erkennen und entsprechend zu handeln. Komplementär
ziehen wir also mit dieser Aufführung den Kreis wieder zurück zur infrage gestellten Schöpfung, die am Anfang unserer Konzertreihe stand und die wir am 19.12. bei dem Roundtable dann auch noch einmal diskutieren werden. Die Inszenierung des Weihnachtsoratoriums, das Sie am kommenden Wochenende erleben können und im Programmheft ein wunderbarer Beitrag von Silke Leopold. Diese Inszenierung des Weihnachtsoratoriums öffnet einen physischen und virtuellen Raum für den Neuanfang im finstern Stall. Aus einem Choral im Kantate 2. Publikum und Chor werden gemeinsam zu quasi kontemplativen Zuschauern, aktiven Mittätern im weihnachtlichen Geschehen. Zentral wird es wieder einen Schauplatz geben in der Mitte des Raumes, den die Jungen, die Schülerinnen okkupieren. Zeichen ihrer Unentbehrlichkeit als Herzstück immer neugeborener Ideen und Neuanfänge für die Schöpfung und die Welt. Kommet zuhauf. Mehr aber davon, was nun die Geburt des Säuglings namens Jesus im Stall von Bethlehem bedeutet für Christen in aller Welt, als Anbruch einer neuen Zeit, die sich irgendwann sogar in einer neuen Zeitrechnung niederschlägt, und wie diese Verheißung von Bach in Töne verwandelt wird, davon wird uns jetzt Silke Leopold erzählen, die ich Ihnen aber vorab noch ganz kurz vorstellen möchte. Silke Leopold, 1948 in Hamburg geboren, war von 1996 bis 2014 Ordinaria für Musikwissenschaft und von 2001 bis 2007, also in der heißesten Zeit der Bologna-Umwandlung des Universitätssystems, Prorektorin für Studium und Lehre an der Universität Heidelberg und Musikwissenschaftlerin am Institut für Musikwissenschaft hier in Heidelberg. Sie hat in Hamburg und Rom Gesang und Querflöte sowie Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Romanistik und Literaturwissenschaft studiert. Sie war Mitglied des Hamburger Monteverdi-Chors. Nach der Promotion über den römischen Barockkomponisten Stefano Landi war sie einige Jahre Forschungsstipendiatin am Deutschen Historischen Institut in Rom. Als wissenschaftliche Assistentin von Karl Dahlhaus lehrte sie seit 1980 in Berlin, wo sie sich dann 1987 mit einer Arbeit über Dichtung und Musik im italienischen Sologesang des frühen 17. Jahrhunderts habilitiert. Nach einem akademischen Jahr als Visiting Lecturer an der Harvard University in den USA wird sie als ordentliche Professorin an das musikwissenschaftliche Seminar der Universität Gesamthochschule Paderborn und der Hochschule für Musik in Detmold berufen. Silke Leopold ist eine der beeindruckendsten Kolleginnen, die man hier in Heidelberg haben kann. Sie hat für ihre Forschungsarbeiten zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Seit 1999 gehört sie als eine der ersten oder vielleicht sogar die erste Frau als ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften an, wo sie lange Jahre ein Projekt zur Geschichte der Mannheimer Hofkapelle geleitet hat. Sie erhielt die Dent Medal der Royal Musical Association für ihre Outstanding Contribution zur Musikwissenschaft als Ganzes. Sie ist Mitglied der Akademie der Internationalen Stiftung Mozarteum und der American Musicological Society und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und. Für ihre Claudio Monteverdi-Biografie erhielt sie 2018 den Deutschen Musikeditionspreis. 2019 wurde ihr der Händel-Preis der Stadt Halle verliehen. Ihre Veröffentlichungen, immer lesenswert, gewitzt, immer ein wenig ironisch formuliert, umfassen ein breites Spektrum der Musikgeschichte vom 15. bis ins 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt im Bereich der Vokalmusik und der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts, aber auch Verdi, La Traviata ist dabei und alles Mögliche weiter. Und jetzt passen Sie auf, ob Sie vielleicht nicht das ein oder andere davon doch noch unter den Weihnachtsbaum legen wollen. Denn unter ihren Publikationen finden sich mehrere Bücher über Claudio Monteverdi, seine Zeit und seine Folgen, Händel, die Opern. Silke Leopold hat einen gewichtigen Oratorienführer herausgegeben oder geschrieben und kürzlich erschienen ist Leopold Mozart, ein Mann von vielem Witz und Klugheit, eine Biografie.
Sie ist Verfasserin des Mozart-Handbuchs und sie hat Mozarts Briefe an Konstanze herausgegeben. Guten Morgen, liebes Weibchen. Also eine wirklich wahnsinnig lange und es geht noch ein bisschen weiter Literaturliste, denn ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass Sie auch zu so spannenden Themen wie Migration und Identität, Wanderbewegungen und Kulturkontakte in der Musikgeschichte geschrieben hat. Und vielleicht das Wichtigste mit Agnes Speck, Hysterie und Wahnsinn in den Heidelberger Frauenstudien publiziert hat und sich außerdem mit René Jacobs darüber unterhalten hat, wie man Musik immer neu erzählen kann. Ich will Musik neu erzählen, heißt das Buch. Jacobs im Gespräch mit Silke Leopold. Weil sie aber selbst Musik so wunderbar erzählen kann, möchte ich Ihnen nun nicht mehr Silke Leopold selbst vorenthalten, die mit der jüngsten Stimme den schönsten Bach Ihnen jetzt vorsingen wird. Herzlich willkommen, Silke Leopold. Ja, vielen Dank, liebe Barbara Mittler, für diese überaus freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich hier über ein Thema sprechen kann, das nicht zu meinen speziellen Forschungsprojekten gehört. Aber als Sängerin kennt man natürlich das Weihnachtsoratorium in- und auswendig. Und deshalb traue ich mir zu, vielleicht hier zu einem spezifischen Aspekt daraus heute Ihnen irgendetwas zu erzählen. Und ich möchte, wie sich das für einen Musikwissenschaftler gehört, mit Musik beginnen, nämlich mit dem Choral, den Sie auch im Titel sehen. Und ich bitte Sie nicht nur darauf zu hören, sondern sich auch das Bild ein wenig zu merken, das dazu in diesem YouTube-Video gezeigt wird, denn da möchte ich ganz am Schluss noch einmal kurz drauf eingehen. Das Licht spielt in der Bibel eine zentrale Rolle. Ohne Licht gäbe es die Welt nicht. Im Schöpfungsbericht zu Beginn des Alten Testaments heißt es, ich zitiere jetzt nach der Lutherbibel von 1912, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Der eigentliche Schöpfungsakt, der die Erde zu einem Ort mit Tag und Nacht, mit einem Himmel darüber, mit Land und Wasser, mit Pflanzen und Tieren, mit Sonne, Mond und Sternen und schließlich auch mit Menschen machte, begann mit der Erschaffung des Lichts. Niemand hat das eindrücklicher in Musik gefasst als Joseph Haydn. Die instrumentale Einleitung, die das Chaos vor diesem Schöpfungsakt mit einem leeren Ton C beginnt und den Satz dann allmählich zu düsterem C-Moll in reichlich ungeordneter Polyphonie auffächert, mündet bei den Worten »Und es ward Licht« dann in ein jubelndes C-Dur, zu dem sich alle denkbaren Instrumente wie zu einer Art wohltönendem weißem Rauschen zusammenfügen. Heller als diese paar Takte C-Dur kann eine Musik kaum strahlen.
Nun wissen wir aber, wie die Geschichte weiterging. Da kam die Erbsünde in die Welt, der Brudermord, Sodom und Gomorra und so fort. Nach christlicher Vorstellung konnte alles dies geheilt werden, als Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt schickte, der für die Sünden der Welt starb und den Menschen Erlösung und das ewige Leben brachte. Welch eine Verheißung, dass das irdische Jammertal, die Qualen, die das Dasein auf Erden für fast alle Menschen bereithielt, nicht das Ende waren, sondern ein Anfang, die Aussicht auf ein besseres Leben im Jenseits. Und diese Verheißung kam nicht durch einen strahlenden Weltenherrscher in die Welt, sondern durch ein neugeborenes Kind, das in armseligen Umständen das Licht der Welt erblickte oder besser formuliert, in die finsteren Seiten des Daseins hineingeboren wurde. Die Mutter obdachlos, der Raum ein stinkender Stall, das Bett ein schmutziger Futtertrog. Was das Christentum für die einfachen Leute im Römischen Reich so faszinierend machte, war ja gerade dieses elende Kind, das da nicht wie ein prächtiger Gott daherkam, sondern in Verhältnissen zur Welt kam, die den ihrigen ähnelten. Ein menschgewordener Gott, mit dem sie sich identifizieren konnten. Bei der Geburt des Erlösers spielte aber auch das Licht wieder eine Rolle. Deutlich verhaltener als in der Schöpfungsgeschichte, aber doch auch klar akzentuiert. Es sind die Ärmsten der Armen, denen der Himmel die Weihnachtsbotschaft überbringt. Der Engel des Herrn erscheint nicht etwa dem König in seinem Palast oder den Hohepriestern in ihren Tempeln, sondern den Hirten auf dem Felde. Ich zitiere die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Die Hirten, die des Nachts, wenn es dunkel ist, besonders auf ihre Herden aufpassen müssen, stehen plötzlich im Licht. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Da ist es wieder, das Licht, das die neue Welt ankündigt. Und auch die Weisen aus dem Morgenlande werden vom Licht geleitet. Im Matthäusevangelium heißt es: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und tatsächlich weist ihnen das Licht am Himmel den Weg, bis sie das Jesuskind im Stall von Bethlehem finden. Wie eng die Gestalt des Erlösers mit dem Licht verbunden ist, wird schließlich auch noch einmal im Proprium der Totenmesse des Requiem deutlich, in der die Communio lautet: Lux aeterna luceat eis Domini, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Das ewige Licht leuchte ihnen. Was diese Verheißung bedeutet, können wir heute kaum noch nachvollziehen. In unserer Lebensrealität ist Licht jederzeit verfügbar. Wir wissen nicht mehr, was es heißt, in Dunkelheit und Kälte zu leben, und wir lernen gerade erst wieder, dass Licht und Wärme nicht selbstverständlich sind und einfach ein- und ausgeschaltet werden können. Für die Menschen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, die das Christentum als ihre Religion wählten, waren Dunkelheit und Kälte wohl vertraut. Kein Wunder also, dass das Weihnachtsfest im vierten Jahrhundert, als sich das Christentum mehr und mehr durchsetzte, auf die Zeit direkt nach der Wintersonnenwende festgesetzt wurde. Von nun an, von Christi Geburt an, wurde es immer heller und wärmer. Das mag eingestandenermaßen theologisch wie auch kirchengeschichtlich etwas zu kurz greifen. In der Lebenswelt der Gläubigen, namentlich der Hirten auf dem Felde und ihrer armen Nachkommen, spielte dieser Gedanke aber eine wichtige Rolle.
In der kirchlichen Liturgie gehörte Weihnachten zwar zu den Hochfesten, wurde aber nicht besonders festlich begangen und spielte eine weit geringere Rolle im Kirchenjahr als etwa die Passionszeit und Ostern. Einer von denen, die dem Weihnachtsfest besondere Bedeutung verliehen und den Stall von Bethlehem ins Zentrum der Frömmigkeit rückten, war Franz von Assisi, der Ordensgründer der sogenannten Minderbrüder der Minoriten. Franziskus, der selbst ein Armutsgelübde abgelegt hatte und auch von seinen Jüngern, das heißt von seinen Mitbrüdern, dasselbe verlangte, wollte das Christentum wieder zu seinen Ursprüngen als Religion der Armen und Unterdrückten zurückführen. 1223 hielt er sich in Greccio auf, in einer trostlosen Gegend an den Hängen der Sabiner Berge, kalt und neblig, einsam und unwirtlich. Dieser Flecken, Greccio, noch heute mitten im Nirgendwo an der Grenze zwischen Umbrien und Latium gelegen und schon damals weit ab jeglicher Zivilisation, war alles andere als ein Ort, der dazu einlud, im Winter ein großes Fest zu feiern. Und doch wurde es die Heimat jenes Weihnachtsfestes, wie es die Christen weltweit bis heute feiern. In einer Höhle hoch oben in den Bergen, die die Hirten der Gegend als Unterstand für ihre Schafe nutzten, ließ Franziskus also im Jahre 1223 Heu und Stroh aufschütten, Fackeln und Öllampen, einen Ochsen und einen Esel sowie auch ein Elternpaar mit einem Neugeborenen aus der Umgebung herbeischaffen, um den Bericht über die Geburt Jesu aus dem Lukas-Evangelium nachzuspielen und für das Häuflein bitterarmer Menschen erlebbar zu machen, die sich in dieser Einöde versammelt hatten. Die heilige Messe in Anwesenheit von Tieren, in einem veritablen Stall mit echten Menschen und nicht minder echten Requisiten wie der Futterkrippe darzustellen, zeugt einerseits von einer nicht unerheblichen Begabung für Theatralik und Anschaulichkeit, andererseits aber auch von einer Frömmigkeit, die die Niedrigkeit des Jesuskindes ins Zentrum stellte und nicht die Weltenherrschaft. Die Bauern und Hirten der Gegend, die diesem Ereignis beiwohnten, mögen vielleicht ihre klammen Finger ab und zu an einem wärmenden Feuer aufgetaut haben, das auch ein wenig Licht ins Dunkle der langen Nächte brachte. Dass aber die Geburt des Heilands von Licht und Wärme, von Fackeln und Öllampen begleitet wurde, war eine Erfahrung, die ihren Sinn von den blanken Überlebensstrategien im lebensfeindlichen Winter auf die Verheißung jener Religion richtete, in die sie unwissentlich und unwillentlich hineingeboren worden waren. In der Biografie des Heiligen erzählte sein Weggefährte Thomas von Celano, wie Franziskus sich die Feier an jenem 25. Dezember vorstellt. Ich zitiere: Ich möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem geboren wurde, und ich möchte die bittere Not, die es schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Franziskus wusste sehr wohl, dass der Herrscher des Himmels in all seiner Pracht und auch seine prunkliebenden Stellvertreter im fernen Rom den elenden Bauern, die selbst kaum etwas zu beißen hatten, herzlich egal waren. Die obdachlose Erstgebärende im Stall, das schutzlose Kind im Futtertrog, kam in ihrer Lebenswelt schon eher vor. Und dass dieses Kind sie einst aus dem irdischen Jammertal erlösen würde, war eine Verheißung, die das mühselige Leben auf Erden leichter machte. Es war einer der ihren. Gott war Mensch geworden und hatte diese frohe Botschaft zuerst den Ärmsten der Armen, den Hirten auf dem Felde, kundgetan. Mit dem neuerlichen Fokus auf die Geburtsszene, auf einen wehrlosen Säugling anstelle eines majestätischen Pantokrators, kehrte Franz von Assisi einmal mehr zu den Anfängen des Christentums zurück, als dieses sich als eine Religion für die Armen und die Schwachen empfohlen hatte. Die Idee, die Geburt Jesu Christi, den Anbruch einer neuen Zeit, das neue Licht der Welt gleichsam mit allen Sinnen zu feiern, fand allerdings bald seinen Weg von den Hütten auch in die Paläste.
In Rom, wo die Osternacht über Jahrhunderte hinweg medienwirksam mit den Tenebrae, den Karmetten mit wachsender Dunkelheit und dem Entzünden des Lichts im Moment der Auferstehung Christi begangen wurde, entwickelte sich das Weihnachtsfest zu einem Moment großer Üppigkeit. Seit dem 17. Jahrhundert kam der Papst am Nachmittag des 24. Dezember mit den Kardinälen und anderen hohen Würdenträgern zu einer kurzen Andacht, zu einer musikalischen Darbietung und zu einem Festmahl zusammen, dem dann um Mitternacht die eigentliche Weihnachtsmesse folgte. Es war ein Fest für alle Sinne, für die Ohren ebenso wie für die Augen und sogar für die Zunge. Denn der Festsaal war mit Kerzen und Fackeln hell erleuchtet und auf den Tischen fanden sich kunstvoll geformte Figuren aus Marzipan und aus Zucker, rappresentanti diversi misteri della sacra scrittura in figurine, die also verschiedene Mysterien aus der Heiligen Schrift als Figurinen darstellten. Sie zu verspeisen bedeutete auch, Christi Wahrheit in sich aufzunehmen, buchstäblich. Man stelle sich die Kardinäle vor, wie sie Ochs und Esel den Kopf abbeißen oder das marzipanene Jesuskind gleich ganz in den Mund stecken. Bei diesen luxuriösen Weihnachtsfeiern im Papstpalast bildeten sich auch gewisse musikalische Traditionen heraus, die schließlich stilbildend nicht nur für die katholische, sondern auch für die protestantische Welt werden sollten. Jahrhundertelang war das Weihnachtsfest zwar neben Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste im Kirchenjahr, hob sich musikalisch aber weniger hervor als die Passionszeit und das Osterfest. Seit dem Mittelalter aber hatten sich gewisse musikalische Traditionen herausgebildet, die auf eben dieses Narrativ vom schutzlosen Kind und von den Hirten auf dem Felde verwiesen. Musikalisch äußerte sich das etwa in der Tradition des Kindleinwiegens. Das war die musikalische Nachbildung einer sanft schwingenden Bewegung, mit der Maria ihren Sohn in den Schlaf wiegte. Das Urbild dieser Wiegenlieder ist die Melodie von Resonet in Laudibus aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Hier haben Sie sie und Sie sehen an den Noten, das ist immer lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Dieses Lied wurde nur wenig später als Josef, lieber Josef mein, auch in deutscher Sprache verarbeitet. Und auch die berühmten Weihnachtslieder In Dulci Jubilo oder Quem Pastoris Lauda Vere basierten auf diesem Wiegenlied-Gestus. In Rom kam eine weitere Tradition hinzu, denn dort war es üblich, dass echte Hirten aus dem Apennin, aus den Abruzzen in der Weihnachtszeit nach Rom kamen und sich dort ein paar Münzen verdienten, indem sie in den Straßen und Gassen der Stadt auf ihren Instrumenten Musik machten oder genauer auf dem, was man seit langer Zeit für ihre Instrumente hielt, allem voran Schalmei und Dudelsack. Diese Tradition entstammte eigentlich der heidnischen Antike, wo die Hirten Arkadiens, dieser Utopie einer hierarchiefreien, friedlichen Welt, aber sie war alsbald auch in die christliche Ikonografie aufgenommen worden, wo die Hirten der Weihnachtsgeschichte nun ebenfalls musizierten, was sie in der Bibel ja nicht tun. Schalmeien waren laute Blasinstrumente, die man auch in der freien Natur mit ihren diversen Nebengeräuschen hören konnte. Und der Dudelsack zeichnete sich nicht nur durch Lautstärke, sondern auch dadurch aus, dass er einen langen Bordunton als zweite Stimme produzierte, über dem sich die Melodie freischwebend entwickeln konnte. Wir kennen die Musik dieser Hirten aus den Gebirgen nördlich und südlich von Rom nicht. Aber wir wissen, was römische Komponisten daraus gemacht haben. Als Vorbild muss hier Arcangelo Corelli gelten, der 1689 bei einer derartigen musikalischen Darbietung während einer Weihnachtskantate im Papstpalast eine Sinfonia, das heißt ein Orchesterstück, aufführte, das später Schule machte und als Urbild der instrumentalen Pastorale hundertfach imitiert wurde. Aus der Vorstellung, die Hirten auf dem Felde hätten Dudelsack oder Schalmei geblasen, entwickelte Corelli in Zusammenhang mit dem wiegenden Rhythmus der Schlaflieder einen musikalischen Topos für solche Pastoralen.
Hier haben Sie den Beginn. Ein Topos, der irgendwann den Namen Siciliana trug und in einem gemächlichen 12/8-Takt komponiert war. Charakteristisch für derartige instrumentale Pastoralen war dieser lang ausgehaltene Bordunton, den Sie hier auch finden, gleich am Anfang in der dritten Stimme. Dieser Bordunton, der den Dudelsack klanglich nachahmte. Pastoralen dieser Art wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts zunächst in Rom, später in ganz Europa populär. Corelli selbst hat diesen Boom auch dadurch befördert, dass er diese Pastorale im 12/8-Takt in seine posthum 1714 herausgegebenen Concerti Grossi aufnahm. Diese Concerti Grossi waren nicht irgendeine Sammlung, sondern der Abschluss eines großen Publikationsprojekts, mit dem Corelli die europäische Instrumentalmusik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägen sollte. Unabhängig von seinen schier unüberschaubaren Aktivitäten als Komponist, Violinist und Orchesterleiter arbeitete er an so etwas wie einem Kanon der Instrumentalmusik und gab lediglich 6 Opera im Druck heraus. Je 2 Sammlungen zu jeweils 12 Kirchen- und Kammersonaten, also Triosonaten zwischen 1681 und 1694, eine Sammlung mit 12 Violinsonaten, die erste große Sammlung mit Solosonaten der Musikgeschichte überhaupt im Jahr 1700 und dann schließlich die 12 Concerti Grossi, deren Veröffentlichung eigentlich schon für 1711 vorgesehen war, dann aber erst mehr als ein Jahr nach Corellis Tod stattfand. Unter diesen Concerti findet sich eines mit dem Titel Fatto per la notte di Natale, also für die Christnacht gemacht, und nach dem schnellen Schlusssatz einer Pastorale ad libitum, die Sie hier sehen im Siciliana-Gestus, ohne die dieses Concerto an jedem beliebigen Tag hätte gespielt werden können. Es ist dieses, die erwähnte Symphonie von 1689, die nun in der gedruckten Version ihre ganze Wirkungsmacht entfaltete. Als Weihnachtskonzert wurde dieses Concerto zum Vorbild für viele weitere Kompositionen und gehört bis heute sogar zur weihnachtlichen Dudelmusik in Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten. Wir hören kurz rein. Im 17. Jahrhundert wuchs auch in protestantischen Gegenden das Interesse an einer besonderen musikalischen Ausgestaltung des Weihnachtsfestes. Noch im hohen Alter von fast 80 Jahren veröffentlichte Heinrich Schütz 1664 in Dresden seine Historia der Freuden und gnadenreichen Geburt Jesu Christi, in der der Engel sein »Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude« über einer wiegenden instrumentalen Bassstimme singt. In Paris schrieb Marc-Antoine Charpentier in den 1680er Jahren zahlreiche Weihnachtskantaten und fügte bekannte Weihnachtslieder als Cantus Firmus in seine Messen ein. Und auch eine Reihe deutscher Komponisten wie Johann Schelle, Johann Mattheson oder Johann Kuhnau widmeten sich mit wachsendem Interesse dem Weihnachtsfest. Und seit Johann Sebastian Bach 1723 als Thomaskantor in Leipzig wirkte, komponierte er gleich in den ersten Jahren eine ganze Reihe von Weihnachtskantaten, darunter die bekannten »Gelobet seist du, Jesu Christ« oder »Unser Mund sei voll Lachens«. Bis zum Weihnachtsoratorium sollte es allerdings noch ein paar Jahre und ein paar Passionsoratorien dauern.
Was Bach bewogen hat, 6 in sich abgeschlossene Kirchenkantaten für 6 verschiedene Festtage zwischen dem 25. Dezember 1734 und dem 6. Januar des darauffolgenden Jahres zu komponieren, in 2 verschiedenen Kirchen in Leipzig aufzuführen, diese aber in einem gedruckten Libretto als Oratorium, welches die Heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde, also als zusammenhängendes Werk zu präsentieren, muss sein Geheimnis bleiben. Ob ein Oratorium mehr Aufmerksamkeit auf sich zog als eine Kantate oder eine Serie von Kantaten, bleibt dahingestellt. Tatsache ist jedenfalls, dass Bach in diesem Weihnachtsoratorium stärker auf bereits komponiertes Material zurückgriff als in seinen Passionen. Sogenannte Parodien, also Umtextierungen bereits komponierter Sätze, waren zu Bachs Zeiten normal. Und auch die Übertragung ursprünglich weltlicher Sujets in die geistliche Sphäre stellte keine Besonderheit dar. Wenn etwa die Wollust in Herkules auf dem Scheidewege singt, schlafe mein Liebster und pflege der Ruh, folge der Lockung entbrannter Gedanken, schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken, so hatte damit niemand ein Problem, diese Arie im Weihnachtsoratorium mit leicht entschärftem Text als Schlaflied für das Jesuskind wiederzufinden. Auch die Geburtstagskantate für die Kurfürstin Maria Josepha, aufgeführt am 8. Dezember 1733, also gut ein Jahr vor dem Weihnachtsoratorium, dürfte noch in Erinnerung geblieben sein. Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten, erfüllet die Luft. Das ist das, was die Musik tut. Sie sehen das hier auf dieser Doppelseite. Da geht es erstmal mit den Pauken und den Trompeten los. Und dann kommen mit 32 die Saiteninstrumente hinzu. Also die Musik nimmt vorweg, was dann im Original der Text sagt. Diese Musik passt allerdings auch bestens auf den Text »Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan«. Musik mit allen Insignien weltlicher Macht. Dieser Chor dauert länger als 7 Minuten, deswegen habe ich ihn auch hier abgebrochen. Pauken und Trompeten waren ja ursprünglich Militärinstrumente und dafür gedacht, Signale in der Schlacht, also zum Beispiel rechts um, zu übermitteln. Sie gelangten erst später in die komponierte und von der weltlichen schließlich auch in die geistliche Musik. Damit sind wir aber auch bei einem besonderen Dilemma angelangt, das das Weihnachtsoratorium prägt und das Bach auf eine besondere Weise zu lösen bemüht war.
Wie in den Passionsoratorien kombinierte Bach auch im Weihnachtsoratorium Bibeltext, Kirchenlied und freie Dichtungen, die er zu Rezitativen und Arien, aber auch zu großen Chorsätzen, wie etwa diesem hier, verarbeitete. Jede der 6 Kantaten war einer Situation zugeordnet, wie sie in den Evangelien beschrieben werden und auch zu den Predigttexten der jeweiligen Festtage gehörten. Die erste handelte von der Geburt, die zweite von der Verkündigung der Engel, die dritte von der Anbetung der Hirten, die vierte von der Namensgebung, die fünfte von der Ankunft der Weisen aus dem Morgenlande und die sechste von Herodes Mordplänen und der Abreise der Weisen. Die 6 Teile sind vor allem durch die Wahl der Tonarten untereinander verbunden und es lohnt sich, darauf etwas genauer zu schauen, um zu verstehen, wie Bach die Verheißung, das Kind in der Krippe werde durch die Menschwerdung Gottes zum Erlöser werden, in Töne verwandelte. Die Haupttonart des Weihnachtsoratoriums ist D-Dur. Die königliche, herrscherliche, kriegerische Tonart, die aufs Engste mit dem Klang von Pauken und Trompeten verbunden ist. Das haben Sie eben gehört. Die erste, die dritte und die 6. Kantate stehen in dieser Tonart. Und auch die freigedichteten Texte lassen keinen Zweifel daran, dass hier der Weltenherrscher gepriesen wird. Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, lasst uns den Namen des Herrschers verehren, heißt es im Eingangschor. Großer Herr und starker König, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Alle diese Texte sind in D-Dur komponiert und im Falle von großer Herr und starker König muss Bach musikalisch gar den Sinn des Textes in sein Gegenteil verkehren, denn immerhin heißt es da ja auch, liebster Heiland, ach wie wenig achtest du der Erdenpracht. Die Musik aber straft diese Worte Lügen, denn der Erdenpracht wird nicht nur durch die Tonart D-Dur hörbar, sondern auch durch die obligate Trompete, die mit ihren militärischen, fanfarenartigen Begleitfloskeln ebenso wie mit der hochvirtuosen Schlussritornelle des A-Teils eher die Pracht zum Klingen bringt als die Missachtung dieser Pracht. Und auch der Schlusschoral der ersten Kantate, ach, mein herzliebstes Jesulein, mach dir ein rein sanft Bettelein, trifft mit D-Dur samt Pauken und 3 Trompeten auch nicht so recht den Ton des Textes. Die Melodie dieses Chorals, den wir jetzt gleich hören, ist die von Martin Luthers Vom Himmel hoch, da komme ich her. Das ist also eher ein hartes Bettelein als ein rein sanft Bettelein, musikalisch gesehen. All diesem herrscherlichen Spektakel setzt Bach in der 2. Kantate des Weihnachtsoratoriums nun aber eine andere Sicht der Weihnachtsgeschichte entgegen. Gegen das D-Dur-Getöse der Pauken und Trompeten stellt er die Szene mit den Hirten auf dem Felde. Sie ist in jeder Hinsicht anders als der erste und auch die weiteren Teile. Denn die 2. Kantate steht in G-Dur, jener Tonart, in der Corelli seine Weihnachtspastorale in die Welt hinausgeschickt hatte. Und sie beginnt auch nicht mit einem prächtigen Eingangschor wie alle anderen, sondern mit einer instrumentalen Siciliana, so als wolle Bach seinem Vorbild Corelli Tribut zollen und mit dieser Klangmalerei so etwas wie einen Szenenwechsel hörbar machen.
Darüber hinaus schweigen in dieser Kantate die Pauken und Trompeten. Stattdessen mischen sich zwei Oboe d'amore und zwei Oboe da caccia in den Klang und verleihen ihm auf diese Weise eine naturnahe Note. Es lohnt sich, einen Moment bei dieser Sinfonia zu verweilen, weil sie nicht nur hinsichtlich des Tonsatzes etwas Besonderes darstellt, sondern auch eine fast szenische Wirkung entfaltet. Diese szenische Wirkung rührt daher, dass Bach so etwas wie ein Gruppenkonzert schreibt, also ein Concerto Grosso mit einem Tutti-Satz und einem kleiner besetzten Concertino. In diesem Fall besteht das Tutti aus den Streichern samt Flöten. Die Flöten, das können Sie sehen, gehen mit den Streichern mit und wurden von Bach auch unterhalb des Oboenchors notiert. Das ist in der modernen Edition immer etwas anders. Also in diesem Fall besteht das Tutti aus den Streichern samt hinzugefügten Flöten, die immer colla parte mit den Streichern gehen und lediglich das Klangspektrum des Tutti erweitern. Und das Concertino besteht aus den vier Oboen, da sehen Sie es, da kommen Sie dann, die sich nicht nur klanglich von dem Tutti abheben, sondern darüber hinaus genau jene musikalischen Merkmale aufweisen, mit denen die Pifferari aus den Abruzzen in Rom charakterisiert wurden. Schalmeienklänge einerseits, bordunartige Begleitung nach Art des Dudelsacks andererseits. Wenn diese Oboen zum ersten Mal erklingen, wirkt es fast wie der Auftritt einer Gruppe von Hirten auf eine von Siciliano-Rhythmen geprägten Bühne. Ob man so weit gehen möchte, wie Albert Schweitzer dies tat, als der die Sizilianer als Musik der Engel und die Oboen als Musik der Hirten gegenüberstellte, würde ich für mich selbst verneinen. Warum nämlich sollte die Sizilianer ausgerechnet Musik aus dem Himmel sein, wo sie doch in den 1730er Jahren längst eindeutig mit der Pastorale identifiziert wurde. Vielleicht ist diese Sinfonia, die den zweiten, gleichsam niedrigen Teil anstelle eines prächtigen Chors eröffnet, ja so etwas wie eine Genreszene, die erst das pastorale Umfeld zum Klingen bringt und dann den musikalischen Scheinwerfer auf die Hirten selbst richtet. Aber es würde auch reichen zu konstatieren, dass sich hier zwei auf Anhieb distinkte Klangwelten gegenüberstehen, die Bach nach einem gleichbleibenden Muster gegeneinander stellt und zusammenfügt. Zu Beginn eines jeden Teils erklingt das Tutti, dann das Concertino und in einem dritten Abschnitt Tutti und Concertino gemeinsam. Dieses wiederholt sich innerhalb der Sinfonia dreimal. Denn sie besteht aus drei nahezu gleich langen Teilen und es ist unverkennbar, dass sie in Richtung Sonatensatz tendiert. Der erste und der dritte Teil sind über weite Strecken identisch, wie Exposition und Reprise, und der Mittelteil steht in der parallelen Molltonart und verarbeitet die Elemente der beiden Klangwelten auf immer wieder neue Weise. Doch wie auch immer man diese Sinfonia lesen oder hören will, sei es formal oder inhaltlich, es bleibt das Staunen vor einer Musik, die überaus schlicht daherkommt und überaus komplex konstruiert ist. Und ich möchte diese Sinfonia jetzt in ihrer vollen Länge vorspielen. Ich habe eine Version ausgewählt, die sehr kurz ist. Es ist, glaube ich, die kürzeste, die ich finden konnte, nämlich unter 5 Minuten. Das habe ich nicht wegen der Zeit gemacht, sondern weil ich persönlich finde, dass die so wunderbar schwingt in dieser Interpretation, dass es sich lohnt, so kurz zu sein, so schnell.
Bach beschließt diese zweite Kantate des Weihnachtsoratoriums übrigens mit der zweiten Strophe aus Paul Gerhardts 20-strophigem Lied »Wir singen dir, Emanuel«. Hier nun »Wir singen dir in deinem Heer«. Und wieder wählt Bach Luthers Melodie des »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. Und wie im Schlusschoral des ersten Teils stellt Bach jeweils den Choral und instrumentale Zwischenspiele gegeneinander. Hier allerdings, das können Sie sehen, verbindet er den Choralsatz mit der Siciliana im Bass und wählt die Concertino-Abschnitte als instrumentale Zwischenmusiken, nun mit allen Bläsern gemeinsam, also auch mit den Flöten. Statt des Gegensatzes zwischen Intimität und Pomp, wie am Ende des ersten Teils, verbinden sich in diesem zweiten Schlusschoral alle musikalischen Elemente in schönster Einheit. Wie sehr sich Bach in dieser zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums aber in die Hirten einfühlte, statt den Herrscher des Himmels in den Mittelpunkt zu stellen, möchte ich an einem kleinen Rezitativ nach der großen Sinfonia zeigen. Es geht um die Worte des Evangelisten, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie furchten sich sehr. Und hier insbesondere geht es um den zweiten Satz, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Hier sehen Sie dieses Rezitativ. Die Klarheit des Herrn leuchtet, strahlt auf die Hirten herab. Wäre das nicht ein Moment für jene herrscherliche Musik, mit der das Weihnachtsoratorium zuvor aufgetrumpft hatte? Bach geht einen anderen Weg. Er versetzt sich in die schlichten Hirten, denen offenbar ziemlich mulmig zumute ist. Sie furchten sich sehr. Was macht Bach?
statt die Klarheit und das Leuchten mit klaren, leuchtenden Floskeln zum Ausdruck zu bringen, etwa mit fanfarenartiger Dreiklangsmelodik oder mit einem klaren, tonartlichen Statement, schreibt er ausgerechnet an dieser Stelle zwei verminderte Dreiklänge abwärts hintereinander und landet ausgerechnet auf Fis-Dur, einer Tonart, die alles andere als ein klares tonartliches Statement ist, zumal es auch noch als verminderter Septakkord daherkommt. Dieses Fis-Dur fügt sich zwar als Doppeldominante durchaus in den Tonartenplan des Rezitativs, das in E-Moll beginnt und in H-Moll endet, aber es wirkt an dieser Stelle doch wie ein Klang aus einer anderen Welt. Ein dritter verminderter Dreiklang steht dann für »Und sie furchten sich sehr«, begleitet von höchst ungewöhnlichen Sechzehntelläufen im Continuo. Entschuldigung. Da ist es, hier, da können Sie es sehen. Ich sage es nochmal. Dieses Fis-Dur, also wir haben, Moment, Bach versetzt sich in die schlichten Hirten, denen offenbar ziemlich mulmig zumute ist. Statt die Klarheit und das Leuchten mit klaren, leuchtenden Floskeln zum Ausdruck zu bringen, etwa mit fanfarenartiger Dreiklangsmelodik oder einem klaren tonartlichen Statement, schreibt Bach ausgerechnet an dieser Stelle zwei verminderte Dreiklänge und die Klarheit des Herrn leuchteten um sie abwärts hintereinander und landet ausgerechnet auf Fis-Dur, einer Tonart, die alles andere als ein klares tonartliches Statement ist. Dieses Fis-Dur fügt sich zwar als Doppeldominante durchaus in den Tonartenplan des Rezitativs, aber es wirkt an dieser Stelle doch wie ein Klang aus einer anderen Welt. Ein dritter, verminderter Dreiklang steht dann für »Und sie furchten sich sehr«, begleitet von höchst ungewöhnlichen Sechzehntelläufen im Continuo, die wohl die Furcht, so etwas wie einen Fluchtreflex der Hirten, ausdeuten sollten. Da stimmt was nicht. Ich hätte es Ihnen jetzt gerne vorgespielt. Da. So. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Hirte. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Und sie fürchten sich sehr. Haben wir's geheilt. Das Licht, das in Haydns Schöpfung so prächtig gestrahlt hatte, wird hier zu einem unheimlichen, fast bedrohlichen Erlebnis für die Betroffenen. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, heißt es bei Brecht. Die Hirten waren bisher immer die im Dunkeln. Sie müssen sich in ihre Rolle als Botschafter des Lichts erst hineinfinden und Bach fühlt mit ihnen. Überspitzt formuliert, solidarisiert sich seine Musik mit den Gefühlen derer, die bisher nie gemeint waren und nun plötzlich zu Hauptpersonen werden. Wenn dann nach diesem Rezitativ der Choral »Brich an, o schönes Morgenlicht« erklingt und die Klarheit des Herrn noch einmal für den Gläubigen, der diesem Geschehen gleichsam beiwohnt, reflektiert, dann wird deutlich, dass dieses Morgenlicht das Heil bringen wird. Bach verdoppelt die Choralmelodie in »Brich an, o schönes Morgenlicht« im Sopran mit zwei Traversflöten all'ottava, also eine Oktave höher, und gibt dem Morgenlicht auf diese Weise einen zusätzlichen klanglichen Glanz. »Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Friede bringen.« Die zweite Kantate des Weihnachtsoratoriums ist Bachs vielleicht persönlichstes Bekenntnis zur Weihnachtsgeschichte. Sie enthält die wenigsten Parodien, also Übernahmen aus anderen Kompositionen,
und neben der Sinfonia zu Beginn noch den großen, prächtigen Engelschor »Ehre sei Gott in der Höhe«. Hier lässt Bach hören, wie er sich die Musik des Himmels tatsächlich vorstellte. Wortreich, lebhaft, polyphon, virtuos. Das glatte Gegenteil zu der Sinfonia zu Beginn. Es ist der ausgedehnteste der drei Bibelwortchöre im Weihnachtsoratorium und Bach hat ihn, wie auch die Sinfonia, neu komponiert. Die Geburt Jesu Christi bedeutet für Christen in aller Welt den Anbruch einer neuen Zeit. Nach der Erschaffung der Welt im Alten Testament schenkte Gott den Menschen einen Sohn, der die Sünden der Welt auf sich nahm und ihnen Erlösung schenkte. Jesu Geburt bedeutete die Erschaffung einer neuen Welt. So stark war dieser Gedanke von Erneuerung und Neuanfang, dass er sich irgendwann sogar in einer neuen Zeitrechnung niederschlug. Nicht mehr ab urbe condita seit der Gründung Roms, sondern vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Auch in den Chorälen des Weihnachtsoratoriums hat Bach dieses Gefühl einer neuen Zeit mehrfach zum Ausdruck gebracht und die Lichtmetapher ist, wie wir gesehen haben, allgegenwärtig. Brich an, o schönes Morgenlicht aus dem zweiten Teil ist einer von ihnen, dein Glanz all Finsternis verzehrt aus dem fünften Teil ein anderer. Und schließlich auch der Choral, den Barbara Mittler schon zitiert hat, wo es im zweiten Teil heißt, doch sobald dein Gnadenstrahl in denselben nur wird blinken, wird es voller Sonnen dünken. Es ist aber nicht nur der Herrscher des Himmels, der Höchste, der große Gott und starke König, sondern vor allem das Kind in der Krippe, das schutzlose Wesen, das dennoch den Satan bezwingen wird und sein Licht über die Elenden leuchten lässt. Ich habe das YouTube-Video von dem Choral »Brich an, o schönes Morgenlicht« zu Beginn, ich gestehe es, nicht nur wegen der musikalischen Interpretation ausgewählt. Ich fand auch das Bild, das dabei zu sehen ist, sehr passend. Eine Art Erdenrund, über dem die Sonne aufzugehen scheint, wie ein Foto aus dem All. Das ist eine ikonische Darstellung von Neuanfang und keineswegs nur eine christliche Vorstellung. Barbara Mittler hat in ihrem Vortrag auf das Motiv der aufgehenden Sonne in Zusammenhang mit China und vor allem mit Mao Zedong verwiesen. Es würde hier zu weit führen, diese Bildidee weiter zu verfolgen. Dabei müsste auf jeden Fall allerdings das Ende von Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahre 1967 erwähnt werden, wo ein ähnliches Bild, eine kreisrunde Blase, die von außen angestrahlt erscheint, von der Geburt des Sternenkinds erzählt, der Wiedergeburt des Astronauten Dave Bowman nach dem Willen der Außerirdischen. Es ist eine unverhohlen christologische Anspielung und ein Zitat jenes zeitgleichen, gleichermaßen ikonisch gewordenen Fotos von Leonard Nielsen, auf dem erstmals ein Embryo in der Fruchtblase gut und von hinten ausgeleuchtet zu sehen war. Das Licht, das die Geburt des Heilands umgab, kam freilich nicht nur von außen. Seine Quelle war nicht nur die Klarheit des Herrn oder der Stern von Bethlehem. Es ging von der Geburt dieses Kindes aus ärmlichen Verhältnissen selbst aus. Jahrhundertelang hat sich die Malerei darum bemüht, dieses Licht im Stall wiederzugeben. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sagt Jesus im Johannesevangelium. Dass er dieses Licht zuallererst in die dunkle, düstere Welt brachte und nicht in die Paläste trug, wusste schon Franz von Assisi, als er die finstere Felsenhöhle oberhalb von Greccio mit Fackeln und Kerzen ausleuchten ließ. Und es wusste auch Bach, der den Hirten musikalisch so große Aufmerksamkeit schenkte. Vielen Dank fürs Zuhören.